Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM. Heute mal wieder ungewohnterweise ohne die Stimme von Fabian, sondern mit meiner Wenigkeit, dem Niklas, denn es handelt sich mal wieder um eine spezielle Ausgabe zur neuen Folge von Game of Thrones. Und dazu habe ich zwei ganz besondere Gäste, zwei Freunde des Hauses, einmal den Johannes. Servus. Und einmal den Jonas. Servus. Sehr gut. Wir haben gerade zu dritt die neue Folge geschaut, also die fünfte Folge. Ich glaube, derzeit steht der Name noch nicht fest. Zumindest kann ich keinen sehen. Zumindest nicht auf Sky, ja. Ja. Erstmal so generell. Wie fandet ihr die Folge? Ja, willst du anfangen oder? Ja, es ist auf jeden Fall viel passiert in der kurzen Zeit. Also was heißt kurze Zeit? Die Folge war ja wieder 1,5 Stunden lang, also wieder Spielfilmlänge. Aber es ist trotzdem sehr viel Handlung, sehr viel Character Development, das da in diese kurze Zeit reingesteckt wurde. Ja, also ich fand es eigentlich besser als die letzten Folgen, aber im Lichte der letzten Folgen war es halt trotzdem ein bisschen schwer zu verdauen, weil halt trotzdem die Story meiner Meinung nach in den letzten paar Folgen ziemlich abgenommen hat, aber ich denke, da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf. Ja, ich denke mal so zur groben Einordnung so, die ersten beiden Folgen von insgesamt 6 der letzten Staffel war eigentlich so langsames Development, Charaktere nochmal aufbauen, kennenlernen und so weiter. Dann hatten wir eine große Schlacht gegen die White Walker und dann so eine Füllerfolge, Folge 4 irgendwie, um quasi direkt von der einen Schlacht zur anderen abzuleiten. Und jetzt hatten wir ja wieder mit Miguel Sapochnik als Regisseur quasi die zweite große Schlacht. Und ich gehe mal von aus, in der letzten Folge wird halt, weil es halt die letzte Folge der kompletten Serie ist, irgendwie alles nochmal geordnet und die letzten Konflikte noch zu Ende gebracht. Aber im Endeffekt, so was Action angeht, würde ich sagen, hatten wir jetzt alles, oder? Ja, denke ich auch. Also ich denke, die letzte Folge wird auf jeden Fall hier so ein bisschen Clash zwischen Jon und Daenerys sein, weil was anderes würde jetzt keinen Sinn mehr machen, weil ja alles andere schon passiert ist. Ja, klar ist für mich auf jeden Fall, dass Daenerys auf jeden Fall nicht jetzt unbeschritten auf den Eisernen Thron steigen kann nach der Aktion, sondern es wird auf jeden Fall noch irgendeinen Beef geben, ob jetzt zwischen ihr und Jon oder ob Arya nochmal eine Rolle spielen wird. Da haben wir ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen, dass du ja meintest, diese letzte Szene mit Arya wäre quasi ein Abschluss gewesen. Sie kehrt dem Ganzen so den Rücken. Ich persönlich glaube ja, dass sie auf jeden Fall nochmal eine Schlüsselrolle spielen wird im Finale, aber das werden wir dann sehen. Ja, es würde auf jeden Fall Sinn machen. Also ich fände es schon ein bisschen cheap, wenn sie jetzt quasi Arya komplett aus der Story rausnehmen würden. Weil das war auch in den letzten paar Folgen so ziemlich der Charakter, von dem man eben am meisten gesehen hat. Und wenn sie dann einfach ihn rausnehmen, so ohne großen Abschluss, ja, finde ich schon ziemlich schade. Boah, da wäre ich mir nicht so sicher. Können wir kurz auf Pause? Also dann würde ich sagen, bleiben wir mal bei dem Arya-Storystrang, um so ein bisschen Ordnung vielleicht reinzugeben. Ich finde eigentlich so, weil ihr gerade meintet, die letzte Szene zeigt, also ihr würdet euch wünschen, dass es weitergeht, aber so finde ich, wie die Folgen bisher strukturiert waren und wie wenig Zeit wir noch haben, glaube ich, war das schon so eine Abschiedsszene. Es hat mich so ein bisschen erinnert, wie, ich glaube, es war Staffel 5 oder 4, auf jeden Fall da, wo Arya nach Essos aufbricht, da reitet sie auch auf so einem Pferd weg und geht dann auf ein Schiff. Das wäre so, könnte ich mir, also ich habe so ein bisschen gesucht in der Szene, weil man verweilt ja schon lange mit diesem Pferd, was da gegenüber von Arya steht. Und ich habe halt so eine Analogie gesucht, irgendwie eine Verbindung. Und das ist so das Einzige, was mir da eigentlich so in die Richtung eingefallen ist. Deswegen denke ich, dass wir von Arya alles gesehen haben. Das glaube ich aber persönlich nicht, weil meiner Meinung nach passt es einfach nicht zu dem Charakter, nach so einer großen Schlacht, nach so einer Aktion von Daenerys einfach abzuhauen und das Ganze hinter sich zu lassen, sondern vielleicht, man weiß es nicht, vielleicht hat sie ja ihre Liste um einen neuen Namen erweitert. Meiner Meinung nach kommt da auf jeden Fall noch was. Ja, aber die Liste, die hat man irgendwie schon seit gefühlt 2 Staffeln oder so nicht mehr gesehen. Also ich weiß gar nicht, ob die Rider die überhaupt noch wirklich beachten. Also deswegen ist Arya ja jetzt nach King's Landing gekommen, weil sie ja eigentlich unbedingt Cersei töten wollte. Stimmt, war ja letzte auf der Liste quasi. Die Liste ist halt jetzt auch schon ziemlich abgearbeitet. Ich meine, die Clegans sind beide tot, Cersei ist tot. Ich meine, wer steht denn da großartig noch auf der Liste? Niemand steht mehr drauf. Ja. Das Einzige wäre eben, für mich könnte es auch Sinn machen, dass sie Dany noch töten will, aber dann wäre es schon wieder richtig schlechtes Writing, weil sie halt nicht gezeigt haben, jetzt in der letzten Szene von Arya in dieser Folge, dass sie jetzt Bock hat, die zu töten, sondern was sie gezeigt haben, ist, Arya reitet weg. Deswegen gehe ich jetzt auch mal von aus, Arya ist weg, da wir nur noch eine Folge haben. Ja, also es würde auf jeden Fall Sinn machen, wenn in der, war das die dritte, nein, das war die vierte Folge nach der Schlacht, wo sich die ganzen Starks bei dem Werewolf Tree da treffen
Und sie dann sagen, dass die Familie eben zusammenhalten soll und alles. Und wenn die Arya dann wirklich quasi das haben wollen würde, dass sie quasi mit den Starks zusammenarbeitet und dann die Liste dann quasi auf Daenerys erweitert, weil sie dann merkt, okay, vielleicht doch ein schlechter Herrscher, dann würde es ein bisschen Sinn machen. Aber ich meine, weil sie halt von Winterfell einfach weggeritten ist von ihrer Familie, um halt ihre Liste zu vervollständigen, macht es dann doch nicht so viel Sinn, denke ich. Ja, das glaube ich auch. Also ich finde, so allgemein, ich schließe mich nämlich auch so an, dass ich die Folge besser fand als die letzten beiden, weil auf ich finde auch, ja, dass dieser der Storystrang mit Arya und auch dem Hound, finde ich, haben sie echt ganz gut hinbekommen. Ja, das fand ich auch schön, dass man quasi nochmal diese ganze Abrundung hat mit der Clegane-Storyline, also quasi der Bluthund rennt eben alleine dann in den Roten Bergfried rein, eben weil er seinen Bruder noch erledigen will. Was ich mir noch gewünscht hätte, wäre vielleicht nochmal einen Rückbezug zu der Szene, in der Arya den Bluthund das letzte Mal zum Sterben zurückgelassen hat. Ich hatte halt gedacht, ja gut, sie hat ihm jetzt versprochen, das nächste Mal, wenn er in so einer Situation ist, lässt sie ihn wieder zurück. Und es wäre halt jetzt hier vielleicht die Möglichkeit gewesen zu zeigen, dass eben die Verbindung zwischen Arya und dem Bluthund über die Zeit stärker geworden ist und sie ihn eben nicht nochmal einfach zurücklassen würde, sondern dass es hier vielleicht ganz gut gepasst hätte, wenn sie nochmal zurück in den Roten Bergfried gegangen wäre, um ihm zu helfen gegen den Berg. Aber ja, das ist jetzt leider das war nicht passiert. Das war diese schöne Montage zwischen ihm und Arya, als er so richtig platt gemacht wird und Arya so von der Massenpanik und den einstürzenden Sachen so platt gemacht wird. Stimmt, da konnte man kurz so, hat man sich gedacht, vielleicht kann sie ihn noch retten oder so. Es hätte auch, es hätte so einen schönen Abschluss gebracht, auch weil man vorher ja auch die Szene hatte, wo Sander so seine Gefühle so richtig offenbart hatte, so ein bisschen so als Vaterfigur, sag ich jetzt mal, so sich väterlich halt um sie Sorgen gemacht hat und gesagt hat, ey, ich bin schon der verdorbene Charakter und du hast jetzt noch die Chance, dich nochmal dagegen zu entscheiden und ein gescheites Leben und nicht so ein rachesüchtiges Leben zu führen. Trotzdem muss man sagen, die Clegane-Storyline ist relativ gut gelungen, auch wie sie das Ganze zu Ende gebracht haben. Natürlich haben jetzt die Macher von der Serie auch gesagt, ja, dann war jetzt auch diese Sache mit dem Tod durchs Feuer und so. Das fanden wir jetzt natürlich ein bisschen lame, weil das Einzige mit dem Feuer war, ja, als sie dann durch die Wand gebrochen sind und in die brennende Stadt runtergestürzt sind. Aber im Endeffekt sterben sie ja durch den Aufprall. Genau, das Feuer hat da eher eine sekundäre Rolle gespielt. Trotzdem war es natürlich schön, das Feuer nochmal zu sehen, aber wir hätten uns natürlich gewünscht, dass prominentere Einsatz findet, weil das hätte das nochmal runder gemacht, Sandor, der die ganze Zeit Angst vor Feuer hat und auch immer wieder, selbst jetzt nochmal in der anderen Schlacht davor in Folge 3, hat er ja auch quasi wieder alles aufgegeben wegen dem Feuer, dass er irgendwie einmal den Moment hat, wo er brennendes Holz nehmen muss oder so und irgendwie das Gesicht von dem anderen verbrennen muss, irgendwie sowas in der Art, aber oder dass der Berg nochmal Feuer gegen ihn einsetzt und er sich dann irgendwie überwinden aber muss. Aber das ist wirklich Nörgeln auf sehr, sehr hohem Niveau, weil den Kampf, den wir hatten, der sah schon auch gut aus. Und es war jetzt auch nicht schlecht geschrieben, was man von vielen anderen Sachen nicht sagen kann. Wo ich sagen würde, wir gehen mal eigentlich zu dem Hauptstory-Strang, weswegen die ganze Scheiße da passiert, dieses Daenerys dreht vollkommen durch, obwohl die Schlacht eigentlich schon gewonnen ist und zündet komplett Königsmund oder King's Landing in Brand. Genau, und da war ja jetzt die Begründung der Macher, ja gut, Daenerys hat diese ganzen großen Schlüsselfiguren, die ihr als Berater und Freunde zur Seite standen, innerhalb von kurzer Zeit verloren. Also Jorah Mormont ist gestorben in der Schlacht um Winterfell, Missandei ist hingerichtet worden, Tyrion richtet sich so ein bisschen gegen sie und Varys versucht, sie zu verraten für Jon. Da fand ich aber auch, das Ganze ist mir einfach zu schnell gegangen. Also sie haben das Ganze ja quasi in 3 oder 2 Folgen gepackt. So, das ist jetzt der Grund, warum sie durchgedreht ist. Auch die Geschichte mit Varys jetzt in der neuen Folge. Ja, er schreibt gerade einen Brief, der sie quasi stürzen soll zugunsten von Jon. 20 Sekunden später ist er tot. Ja, also das hat mich richtig getriggert. Das fand ich richtig schlecht geschrieben. Ich meine, Varys wurde quasi in den ganzen Folgen davor und in den ganzen Staffeln davor, beziehungsweise so aufgebaut als einer der schlauesten Köpfe, die irgendwo in ganz Westeros an der Macht sind. Und dann wird er jetzt einfach innerhalb von ein paar Minuten in den ersten Momenten von der neuen Folge hingerichtet. Das ist halt echt einfach schwach. Ich meine, ich muss sagen, also zur Verteidigung muss ich sagen, es war etabliert. In der Staffel 7
hat sie einmal gesagt, ja, ich vertraue dir eigentlich nicht, nur weil meine anderen Berater sagen, du bist eigentlich sinnvoll, darfst du hier noch mitmachen und wenn du mich einmal verrätst, dann kille ich dich durch Drachenfeuer und genau das ist passiert. Aber es ist halt, es ist schon wieder durch diese 6 Folgen so gehetzt von, wir haben eine Szene in der Folge 4, wo er kurz den Verrat andeutet, was eigentlich fast schon so mit Abstand die beste Szene in der ganzen Folge war, weil es wie so ein Game-of-Thrones-Gespräch quasi zumindest war. Zumindest ansatzweise Intrigen. Ja, zwischen Tyrion und ihm. Und innerhalb der ersten 10 Minuten wird es direkt so aufgelöst mit Tyrion bringt es nichts übers Herz, seine Königin zu verraten und verrät stattdessen Varys und Varys wird gekillt. Ich meine, sobald Tyrion es quasi verraten hat, war klar, dass es so enden muss, aber es ging halt schon wieder zu schnell. Also ich habe nichts gegen den Tod, aber es ging halt einfach wieder zu schnell, weil wir einfach keine Zeit haben. Der hätte einfach ein bisschen mehr Dialog sein müssen oder ein bisschen mehr Konflikt oder so. Weil so ist halt einfach passiert, ohne irgendwelche Vorwarnung. Das, und dafür für so, also ich fand Varys einer der Hauptcharaktere quasi, der sich eigentlich die ganze Zeit durchgezogen hat. Dann so einen großen Tod quasi einfach so reinzuschmeißen, ist halt schon hart. Aber das Gefühl habe ich bei der Staffel generell ziemlich stark. Es passieren halt einfach Sachen. Ja. So, es passieren so viele große Sachen, so viele große Charaktere sterben, so viele Schlüsselfiguren, so viele Storylines gehen oder zu Ende. Oder sterben nicht. Ja. Aber das Ganze passiert halt ohne irgendeine Begründung, irgendeine große Entwicklung oder so. Das Character Development wird quasi zurückgestellt zugunsten der Action in der neuen Staffel. Ich finde, es fühlt sich sehr lostig an. Also dieses Lost-Ende quasi, wir haben tausende offene Erzählstränge, geiles Zeug, was wir einfach nicht weiter beantworten. Es werden so viele Leute einfach weggeschickt, weil wir keine Zeit mehr haben und weil sie sich halt komplett auf diesen Hauptstrang eingeschworen haben, den zu Ende bringen wollen, plus den Arya-Strang, würde ich sagen, weil der auch ziemlich prominent jetzt in der letzten Staffel nochmal vorkommt und sie da echt noch viel Zeit reingeopfert haben. Und generell, es ist halt einfach, ich meine, man muss sich nur die Videos auf YouTube noch anschauen von Game of Thrones, von HBO, wenn David Benioff und D.B. Weiss da sitzen und halt begründen, wieso sie es machen, dann ist halt ganz klar, denen ist die Story zweitrangig und was sie zeigen wollen, sind geile Bilder und so weiter. So war ja schon und, Folge 3 und eigentlich jetzt auch schon wieder Folge 5. Und wenn man quasi dann diese YouTube-Videos wirklich schauen muss, um so zu verstehen, so was war jetzt der Grund hinter dem Ganzen, was in der Serie passiert ist, dann merkt man ja eigentlich schon, dass quasi die Story und die Begründungen in der Serie an sich gefehlt haben. Ja. Weil ich meine, eigentlich müsste ja so die Motivation der Charaktere und die Begründungen, warum jetzt irgendjemand umgebracht wurde oder so, aus der Serie ersichtlich sein, wenn der Plot wirklich schlüssig wäre. Aber wenn man wirklich sich die Developer-Insights anschauen muss, um zu verstehen, was eigentlich abgeht, sieht man eigentlich, da fehlt was. Ich würde sagen, auf jeden Fall. Man muss sich die nicht anschauen, um es zu verstehen, sondern eher, man wünscht sich, dass man da irgendwie noch einen Hintergedanken hört, aber wird im Endeffekt nur enttäuscht, weil sie sagen, da ist kein Hintergedanke, wir haben keinen Bock, den Scheiß zu schreiben. Genauso wie, ich muss noch mal ein bisschen so zur Folge 4 zu dem Rant hin, also 2 No-Gos. Das erste, was sie mir sagen, so, ja, also Ghost wird einfach so weggeschickt, weil wir kein Budget dafür haben, weil es so fucking teuer und aufwendig ist, einen Direwolf noch darzustellen. Und zweitens, ja, also, wieso hat Danny nichts von der Iron Fleet gewusst? Ja, weil Danny just forgot. Keine Vergabe von der Iron Fleet. Halt einfach. Alter, das ist so ein Faustschlag ins Gesicht von den ganzen Leuten, die Folge seit Anfang im Prinzip gucken und eben auf diese große Auflösung warten, ob Daenerys jetzt auf den Thron kommt oder nicht. Ja, größter Threat, den sie überhaupt hat, hat sie einfach vergessen. Ups. Also, das ist halt einfach nur. Ich denke, ich traue ihnen zu, dass sie es besser machen könnten, sondern dass sie halt wirklich einfach nur bewusst diese Entscheidung getroffen haben, die einfach jetzt so vielen aufstößt. Ja. Das ist halt einfach schade. Es ist auch genauso die Entscheidung, nur 6 Folgen zu machen. Ich glaube, HBO hätte die mit Handküssen genommen, wenn die gesagt haben, wir machen wieder eine mit 10 Folgen. Dann hättest du nochmal 4 Folgen mehr. Meinetwegen müssen die dann jetzt auch nicht alle 80 Minuten lang sein, sondern du hast ganz normal 60 Minuten Folgen und hast vielleicht die beiden Schlachten noch mal 10 Minuten länger oder irgendwie sowas, auch in Ordnung. Dann musst du so einen Schritt machen, weil ich meine, ich kann es nachvollziehen, dass Danny zur Mad Queen quasi wird, aber dass sie das innerhalb von einer halben Folge wird. Und nicht von 5 Minuten, ist halt komplett einfach zu schnell. Es ist wie in Staffel 7 und das ist halt leider schade. Weil die Staffel 8 hat noch so gut angefangen mit, wir lassen uns Zeit in den ersten beiden Folgen. Da konntest du nur sagen,
habt ihr wirklich noch die Zeit, das zu machen? Aber ansonsten... Ja, weil du eben schon wusstest, dass es nur 6 Folgen ja, sind. Aber ansonsten war das eigentlich super erzählt. Und so hätte man weitermachen können und dann einfach ein ja, paar richtig. Folgen mehr. Meiner Meinung nach hätte jetzt diese große Folge 5 genauso gut ein Staffelfinale sein können und sie hätten quasi die Storyline mit den weißen Wanderern wesentlich noch länger machen können, sie hätten die gesamte Belagerung von Königsmund wesentlich länger machen können, sie hätten wesentlich mehr Spannung, wesentlich mehr Emotionen, wesentlich mehr Story und Character Development reinbringen können und dann halt einfach entweder mehr Folgen oder von mir aus auch noch eine Staffel produzieren können, aber so wirkt das halt einfach so, ja gut, die ersten 2 Folgen widmen wir irgendwie auch nur ansatzweise ein bisschen Storyaufbau und dann 3., 4., 5. wird einfach alles abgerissen. So, erst, ja, die weißen Wanderer kommen, gut, die sind innerhalb von einer Folge tot. Dann, wir marschieren nach Königsmund, okay, die Drachen werden umgebracht, Daenerys wird verrückt. Okay, wir marschieren nach Königsmund, reißen die ganze Stadt ein, Daenerys bringt alle um. Und das ist jetzt quasi, ja, was, soll das jetzt irgendwie das große Ende sein? Ich meine, Cersei ist tot, Jaime ist tot, Daenerys ist verrückt, es sind so viele Leute gestorben, so viele Storylines sind zu Ende. Ja. Und ich bin halt irgendwie so ein bisschen... überfordert, wie schnell das Ganze jetzt ging. Ich denke mal, das Einzige, was noch passieren wird, ist halt, Dany wird mit Jon und Tyrion, beziehungsweise Tyrion und Jon werden mit Dannys Sachen konfrontiert. Das wird halt eigentlich so der Big Payoff in der letzten Staffel noch, letzten Folge meine ich. Ja, aber dieser ganze Konflikt, der hat sich ja auch erst innerhalb von den letzten 2, 3 Folgen oder so überhaupt aufgetan. Ich meine, alles, was vorher kam in die ganzen anderen 7 Staffeln, jetzt quasi nicht so eine große Relevanz wie jetzt das, was in den paar letzten Folgen passiert ist. Ja. Also es ist... Da würde ich sagen, nochmal zurück zum White Walker-Strang. Also ich finde, ich habe ich schon öfters gesagt, ich habe kein Problem damit, dass Arya den Nachtkönig tötet, aber ich habe ein Problem damit, wie dieser ganze White Walker-Strang einfach in der Hälfte der Staffel gekillt wird und mir die Serie die ganze Zeit von der ersten, die erste Szene von Game of Thrones... geht nicht um das Ränkeschmieden, was sie eigentlich berühmt gemacht haben, was eigentlich meiner Meinung nach sogar das Coole an der Serie ist, sondern dieses Übernatürliche, wir haben die weißen Wanderer, wir haben die Untoten, wir haben Leben gegen Tod. Und die Serie will mir die ganze Zeit erzählen, die Ränkeschmiede sind zwar geil, aber im Endeffekt letztlich doch egal, am Ende zählt, Leben dass die Lebenden Tod. Irgendwie überleben gegen den Tod. Und jetzt nimmt man die letzte Staffel, die letzten Folgen und dreht es einfach um. Deswegen ja auch... auch komplett unnötig, die großen Szenen von wegen, ja, wir bringen einen Untoten nach Königsmund und versuchen irgendwie an die Vernunft von Cersei zu appellieren. Auch jetzt komplett nutzlos, weil die weißen Wanderer sind tot, Cersei ist tot. Und das halt beides komplett unabhängig voneinander. Sie sind nie wieder miteinander in Kontakt gekommen. Und dieses ganze Verhandlungszeug war eigentlich nur, ja gut, Cersei hat gesagt, sie schickt uns unsere Männer. Ist leider nicht passiert. Ende der Storyline. Ja. Vor allem, weil die Serie dir, wie gesagt, was anderes erzählt. Sie erzählt dir auch die ganze Zeit, dass es so ist. Ja, die im Süden glauben nicht an dieses Übernatürliche. Und im Endeffekt haben sie recht. Weißt du, sie tun nichts dagegen quasi. Und ihnen wird einfach recht gegeben. Cersei hatte ja auch recht, einfach nichts dagegen zu unternehmen. Die im Süden werden nie mitbekommen, was die Weißen Wanderer wirklich war. Es bleibt weiterhin eine Art Ammenmärchen. Und das hat mir die Serie eigentlich nicht erzählt, bis Staffel 8, Folge 3, die einfach so gekillt werden. Und ja, wir kümmern uns jetzt noch mal um King's Landing und Cersei. Und nicht mal das kriegen sie gescheit hin. Da würde ich sagen, gehen wir mal wieder in diese Folge rein mit Wie sterben Cersei und Jaime? Generell einfach, ich würde mal sagen, generell, wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Charaktere aus der Lannister-Familie, weil ich glaube, da gibt es auch noch ziemlich viel Diskussionsbedarf. Ja, also zu Jaime und Cersei, wie fandet ihr es? Yikes. Ja, also, ich fand die ganze Geschichte irgendwie schon sowieso dämlich, dass Jaime sich nochmal dazu entschließt, nach Königsmund zu reiten und irgendwie für Cersei zu kämpfen oder mit ihr abzuhauen oder so. Weil im Prinzip das ganze Character Development von Jaime dann komplett für den Arsch war in den letzten Staffeln. Weil er im Prinzip zum meistgehassten Mensch Westeros zu einer der beliebtesten Charaktere geworden ist. Dadurch, dass er sich halt dann für Cersei abgewandt hat und dann doch mal irgendwie seine Ziele verfolgt hat und ein bisschen auch mal drüber nachgedacht hat, ob das jetzt gut ist, was er macht oder nicht. Und dann trifft er sich eben mit Brienne, verliebt sich in Brienne und ja, dann schläft er mit ihr, chillt mit ihr, ja, super geil. Character Arc ist eigentlich beendet, Happy End und alles. Und dann, ja, nee,
hab doch keine Lust mehr. Ich gehe doch lieber zu der rachsüchtigen Herrscherin, die ihre eigenen Leute sterben lassen will, dafür, dass sie die Stadt hält, anstatt doch, bei meiner Geliebten zu bleiben. Und seine Schwester, ja gut, das vergesse ich die ganze Zeit, aber stimmt, ja. Ja, vor allem, ich hatte noch die Hoffnung nach der vierten Folge, dass es eigentlich mehr so aussieht, er hat noch diese Zweifel, wo er da im Bett liegt und sieht halt so, er hat jetzt eigentlich sein Glück, aber er hat es noch nicht verdient, weil er halt eigentlich so ein Arschloch gewesen war und er die Welt trotzdem noch mit Cersei allein lässt und dann eigentlich den Entschluss zieht, so, ich bin ein Arsch und habe mein Leben versaut und anderen das Leben versaut, weil ich meine Schwester liebe, die eben dieses Arschloch ist und ich muss jetzt noch dahin und mich und sie umbringen. So hätte ich es eigentlich verstanden, aber ja. So richtig typisch Staffel 8 haben sie jetzt nicht gemacht, sondern einfach nicht. Auch die Sache mit Tyrion, dass er quasi seinen Bruder befreit und sagt, okay, das Leben von mir gegen das Leben der gesamten Bewohner von Königsmund, das ist es mir wert. Also quasi, dass ich von Daenerys hingerichtet werde dafür, dass ich meinen Bruder befreie und so zum Verräter werde. Halte ich aber auch für eher schwach. Also natürlich könnte man argumentieren, ja, das ist eine Verzweiflungstat. Tyrion versucht halt irgendwie noch die Bewohner von Königsmund zu retten, indem er seinen Bruder befreit und versucht quasi so nochmal an Cerseis Vernunft zu appellieren. Aber ich meine, jetzt nach den Verhandlungen aus der letzten Staffel müsste er doch langsam wissen, dass es da nicht mehr viel gibt, an das man appellieren kann. So, es war eigentlich von Anfang an klar, dass dieses Unternehmen mit Jamie versucht nach Königsmund zu reiten und versucht irgendwie Cersei dazu zu überreden, zu fliehen in die freien Städte und da ein neues Leben anzufangen, dass das eigentlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Ja, und ich fand es auch super witzig, dass in der dritten Folge war die Schlacht, ne? Um Winterfell. Ja. In der dritten Folge immer so eine besondere Betonung auf Tyrions Strategie und Tyrions Verstand gelegt wurde. Und er aufgespielt wurde als der smarteste Mann überhaupt. Und die ganze Staffel lang machte nur dämliche Entscheidungen. Und im Prinzip gibt es da keinen Payoff für diesen Aufbau. Das ist halt echt irgendwie dämlich. Tyrion wird echt, seitdem wir nicht mehr den Buch Tyrion haben, wird er echt leider dämlich geschrieben. Er kriegt noch seine Momente, wo er eigentlich zeigen will, dass er schlau ist und dass er eigentlich immer noch der gleiche ist. Aber im Endeffekt kommen dann trotzdem dumme Resultate dabei raus. Einfach nur, weil die Showrunner es so machen wollen. Ja. Das ist halt echt schade. Super schade. Und wenn wir jetzt nochmal zu Jamie zurückgehen, der irgendwie jetzt dieses, er hatte so eine gute Entwicklung und jetzt wurde es so zurückgenommen und er ist jetzt auch tot. Er stirbt einfach mit Cersei. Nicht mal irgendwie, die beiden sterben, werden nicht noch mit irgendjemandem konfrontiert. Sie sind zwar, sie kriegen den letzten epischen Moment, sind die Letzten, die sterben in der Folge, aber nicht irgendwie face-to-face mit Danny oder irgendjemand anderem, sondern sie werden von Trümmern begraben. Was, also, dann verpasste Möglichkeiten hoch 10, oder? Ja. Hätte man so einen guten Payoff machen können, wieder mal zu den ganzen Staffeln davor. Haben es halt einfach nicht, ne? Ja. Man hätte es ja weiterziehen können. Man will ja unbedingt Danny so mad machen. Man hätte die ja irgendwie, sie werden noch geschnappt, gefangen genommen und in der nächsten Folge am Anfang werden sie irgendwie zusammenkauern, mit Drachenfeuer hingerichtet, obwohl sie irgendwie, also klar ist, dass sie schwanger ist, weil ich gehe mal davon aus, es gab ja mal Gerüchte, ist sie überhaupt schwanger, so wie sie es jetzt geschrieben haben, ist sie wahrscheinlich definitiv schwanger gewesen. Da hätte man ja irgendwie noch diesen Struggle haben können, dass zumindest dieses Kind dann nichts für die Mutter kann und dann sie irgendwie noch grausam hingerichtet wird, aber nein. Okay, gut, der ganze Backfit stürzt ein und deswegen sterben sie am Ende durch die Trümmer, aber es ist halt irgendwie unbefriedigend. Durchaus, ja. Wo wir gerade bei unbefriedigend sind, die Eiserne Flotte und Euron Graufreud. Alter. Stimmt, die haben wir auch noch. In der letzten Folge war es ja so, okay, die Eiserne Flotte, die größte Bedrohung eigentlich für Daenerys und ihre Drachen, die riesigen Schiffe mit den großen Ballisten, die in der Lage sind, Drachen innerhalb von Sekunden zu töten. Ja, okay, Anfang der Folge, 5 Minuten, ja, die Flotte liegt irgendwo draußen in der Bucht, alle verbrannt, schade. Euron mit Glück überlegt an die Küste geschwommen, nur mit seinem Besserchen. Gutes Plot-Armor hier. Ja. Also, ja, aber da war die Plot-Armor, finde ich, hat Sinn gemacht. Dafür hast du halt noch das Duell mit Jaime gehabt, was eigentlich konsequent war, Euron irgendwie in diesem Ding draufgehen zu lassen. Aber das ist halt auch das ist so David Benioff und D.B. Weiss in a nutshell, dieses, in Folge 4 zeigen wir noch, wie imbar stark einfach diese Ballisten auf diesen Dingern sind, wie sie einen Drachen direkt töten können und eine komplette Flotte vernichten.
und in der nächsten Folge drehen wir es wieder um. Ich meine, ich habe die Diskussion auch gehört nach Folge 4, wo man schon gesagt hat, wieso fliegt Danny nicht einfach außen rum, denn so schnell können die Ballisten nicht drehen und versenkt da schon die Flotte. Aber sie zeigen dir etwas komplett anderes, nur um es jetzt wieder umzudrehen und es dann doch so zu machen. Mhm. Ja, und in der Folge davor, Nachladespeed von den Ballisten ist so ungefähr eine Sekunde. Und in der Folge war es halt gefühlt 2 Tage. Also irgendwie ist, da fehlt komplett die Konsistenz. Ja. Die Konstanz. Genau. Das Writing ist wieder schlecht. Es geht nur um die Inszenierung. In der einen Folge sah es halt geil aus, wenn jeder Pfeil da trifft und der Drache direkt tot ist und alles vernichtet ist. Ja. Und in der anderen Folge sieht es halt cool aus, wenn er einmal ausweicht und dann alles vernichtet. Apropos Inszenierung und sinnloser Schwachsinn. Die Goldene Kompanie, Leute, was war denn da eigentlich los? Also nach dem Motto, die über die gesamte Staffel, auch damals schon bei Stannis, der wollte ja auch irgendwie schon die Goldene Kompanie anheuern, war schon immer die Rede von der Goldenen Kompanie als ja die mächtigste Söldnertruppe der gesamten Welt. Die haben Kriegselefanten, die haben Kavallerie, die haben Unmengen an Geld, die haben gute Männer, gute Ausrüstung. Okay, und jetzt sieht man halt da diese 50 Männer da, die vor den Toren von Königsmund stehen. Nur Infanterie, keine Kavallerie, keine Strategie, kein Nichts. Und dann kommt auf einmal der Drache von hinten und die sind alle tot. Auch innerhalb von 5 Minuten abgefertigt. So. Ja, das war auch sehr überraschend. Vor der Folge hätte ich mir irgendwas gehofft mit, weil eigentlich müsste man sagen, mittlerweile müsste die Streitmacht von Cersei mal größer sein, aber sie haben ja den Trick mit nur die Hälfte hat noch überlebt gemacht, was ja schon mal sinnlos war. Aber damit darf man sich schon gar nicht mehr aufhalten, weil sonst verhält man ja nur noch in Melancholie, wenn man den Rest der Staffel anschaut. Ja. Das muss man einfach mal akzeptieren. Mhm. Aber trotzdem, ich hätte mir was Intelligenteres gewünscht, so nach dem Motto, okay, das ist eine Söldnerarmee. Vielleicht sehen die dann noch so, was, dass sie keinen Bock haben zu sterben und gehen irgendwie noch über oder irgendwie sowas. Aber das passiert ja nicht, sondern ja, das Tor wird zerstört und ein paar von denen sterben und danach rennen alle weg. Ich weiß nicht, die wurden nicht mal gezeigt. Danach ging es nur gegen die Lannister-Armee. Ja, die waren dann einfach alle tot, ne? Ja. Und selbst die Lannister-Armee, da, ich fand, das war ein cooles, also alles, was man so gesehen hat, ich sag mal so, in der Stadt mit Jon und so weiter, Davos und Arya auch zum Teil, so diese Szenen, wie verzweifelt die Lage da einfach war, wie die Lannister-Soldaten auch eigentlich sich ergeben haben und dann doch durch diesen Blutrausch quasi einfach vernichtet werden. Ich fand, das sah schon geil aus. Auch wenn man bezweifeln mag, wie aus so ehrenhaften Nordmännern direkt so diese blutigen Meuchelmörder gemacht werden. Ja, das macht wieder wenig Sinn, aber wie halt eigentlich die ganze 8. Staffel ist halt das Writing dabei halt scheiße, aber die Special Effects und die ganze Produktion dahinter schaut halt phänomenal aus, was ja auch logisch ist bei so einem Budget und alles und weil die ganze Serie vorher schon brutalen Aufwand hatte und es einfach geil ausgeschaut hat. Das ist halt gut, dass sie das da auch weiterführen, aber wenn dafür halt die Handlung scheiße ist, dann bringt es halt meiner Meinung nach auch nicht viel. Ja. Aber ja, sah auf jeden Fall geil aus. Ich meine, so gesehen, sie haben ja gesagt so, ja, wie wird die finale Staffel und George R. Martin und alle haben gesagt, es wird ein bittersweet End geben. Jetzt ist für die Zuschauer quasi so eine andere Art bittersweet End. Ja. Weil bitter ist die Story, sweet sind die Bilder, die wir sehen, oder? Ja, ja. Irgendwie schon. Irgendwie ist es schon so in die Richtung. Ich meine, es mag Storystränge geben, die absolut noch in Ordnung geschrieben sind, dann gibt es noch welche, wo du nicht weißt, wurden sie jetzt einfach rausgeschrieben oder nicht. Aber der Hauptstorystrang wurde einfach zum einen zu schnell gemacht und zum anderen halt einfach nur alles für die Inszenierung. Und deswegen, ich weiß nicht, man hat sich in den letzten Wochen immer so vertröstet, immer wenn was nicht perfekt war, ja, wir haben ja noch so viele Folgen, vielleicht turnen sie nochmal um, aber wir haben jetzt noch eine Folge, die irgendwie die Scherben jetzt auflesen muss und alles so ordnen muss. Ich glaube nicht, dass da noch die krassesten Sachen passieren werden, beziehungsweise irgendwas richtig Unerwartetes. Genau, und allerdings muss ich sagen, dass sie sich noch relativ viele Möglichkeiten offen gehalten haben. Also wir können ja mal noch so das Ende so ein bisschen nutzen, zu spekulieren, was vielleicht in der letzten Folge noch so kommen wird. Weil ich meine, man hat zum einen eben Arya, die ja auf jeden Fall jetzt stark traumatisiert aus dieser Stadt rausgekommen ist und die definitiv das Handeln von Daenerys nicht gutheißen kann. Aber nicht mehr dabei sein wird. Ja, deiner Meinung nach. Dann haben wir einmal Jon, der die gleiche Scheiße durchgemacht hat, der irgendwie versucht hat, seine Männer davon abzuhalten, die Bevölkerung von Königsmund abzumetzeln, der auch definitiv nicht zufrieden sein wird mit diesem Gemetzel in der Stadt. Dann haben wir, was ich ja noch sehr anstößig fand, dass wir quasi vor einer Folge noch diese große
Szene mit Bronn bekommen haben, wie er den Lannister-Brüdern droht und nochmal quasi Belohnung anfordert. Jetzt allerdings ist ja Jaime tot, also die einzige Möglichkeit, wie sie Bronn nochmal in die Story bringen können, auch Bronn, einer meiner Lieblingscharaktere, der auch schon lange dabei ist, wäre quasi, indem man sagt, ja gut, Bronn rettet jetzt irgendwie Tyrion vor Daenerys oder so. Allerdings ist dann halt die Frage, bringen sie ihn überhaupt nochmal rein? Ist es der Charakter ihnen wert? Wie wollen sie das Ganze zu Ende bringen? Ich glaube, das wird alles nicht passieren. Ja, Bronn hätte eigentlich in dieser Folge kommen müssen, irgendwie mit so einem Konflikt halt, ob er jetzt doch zu Cersei hält, weil sie ihm zuerst was versprochen hat, oder zu Tyrion, weil er eben Highgarden bekommt, also Doppelt River Run. Und Alter, das war ja mal ein super smartes Play gewesen von den Showmakern, dass sie einfach sagen, okay, Bronn steht ja in gar keinem Konflikt mehr, denn am Ende war es ja quasi so, Cersei und Jaime wollten nur noch aus der Stadt raus und Tyrion wollte das Gleiche. Sie hätten es irgendwie so managen können, dass Bronn sie vielleicht irgendwie noch aus der Stadt schafft oder so. Ja. Das wäre dann quasi für alle Seiten befriedigend gewesen. Aber die Chance haben sie halt jetzt verpasst. Ja, jetzt wird er einfach, ich glaube, er wird einfach rausgeschrieben. Ich weiß nicht, vielleicht kriegt er am Ende nochmal eine Miniszene, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er am Ende der Serie der Herrscher über Highgarden wird. Also ganz ehrlich. Das auf jeden Fall nicht. Nee. Das ist halt einfach. Er wird halt auch wieder dumm geschrieben. Er dreht sich auch im Kreis. Er hatte schon seine Charakterentwicklung von eigentlich Materielles ist mir letztendlich doch nicht so wichtig wie meine Bindung, meine Freundschaften, wo er Jaime da rettet oder Tyrion hat er auch schon tausendmal gerettet. Aber jetzt passiert es einfach wieder und er wird jetzt einfach faul rausgeschnitten. Also ganz ehrlich. Ja, ich habe sowieso nicht mehr so viel Hoffnung in die Handlung. Von daher kann es gut sein. Ja, ich denke, wie gesagt, Konzentration ist auf Jon und Dany und Tyrion dürfen wir nicht vergessen, bei dem ja angekündigt wird, hintergehst du mich nochmal oder eigentlich schon machst du nochmal einen Fehler für mich, dann töte ich dich, Dany. Und er hat ja Jaime befreit. Ich weiß zwar nicht, ob sie es wirklich jetzt noch mitbekommt irgendwie, aber bestimmt wird sie es irgendwie mitbekommen. Es wird eine Konfrontation zwischen den beiden geben und dann ist die Frage, stirbt Tyrion vielleicht noch? Nein. Tötet Jon Dany, das sind so die Sachen. Meiner Meinung nach ist ja auch mit Arya immer noch zu rechnen. Du bist ja der Meinung, sie ist jetzt raus. Hm. Aber ich glaube, die kommt auf jeden Fall nochmal zurück. Und tötet Dany oder was? Ich würde es ihnen zutrauen, ja. Ich glaube leider, dass Jon Dany töten wird und Jon irgendwie auf den Eisernen Thron kommt und wir diesen absoluten Hollywood-Charakter, was eigentlich nicht zu Game of Thrones passt, am Ende auf dem Thron haben werden. Einfach. Das will ich aber halt einfach nicht glauben, weil das passt einfach nicht zur gesamten Serie, aber mir fällt halt echt keine andere Möglichkeit aber ein. Aber es passt eigentlich nicht zur Serie, es passt aber zu dem, was dir Staffel abzeigt. Ja, es passt zur Staffel, ja. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, muss jeder für sich entscheiden. Ja, und da wären wir eigentlich schon bei einem ganz guten Schlusspunkt. Ich glaube, die Hardcore-Fans sind nicht wirklich zufrieden mit der Staffel, aber haben sich mittlerweile schon abgefunden, dass das einfach so zu Ende gehen wird. Und vielleicht noch so ein bisschen die Hoffnung, George R. R. Martin schreibt seine Bücher vielleicht auch irgendwann noch zu Ende. Und vielleicht findet der es ein bisschen, zumindest wird er mehr Zeit für seine Charaktere haben. Ich kann mir vorstellen, ganz viele Nebencharaktere kriegen auch noch ihr verdientes Ende und werden nicht einfach rausgeschnitten, ohne mal eine Streicheleinheit oder sowas zu bekommen. AKA Ghost. Ja, würde ich auch sagen. Deswegen würde ich sagen, wir sind am Ende für diese Podcast-Folge. Tom und hat auch keine Streicheleinheit bekommen. Ja, sad. In der nächsten Woche werde ich euch auch noch mal abschließend begrüßen. Dann wieder zusammen auf jeden Fall mit Timo, mit dem ich schon die erste Folge gemacht habe. Vielleicht auch Veit, der ja auch dabei war. Da werden wir auf jeden Fall mal vergleichen, was unsere Erwartungen waren nach der ersten Folge. Und wir haben ja auch schon noch so eine Tabelle aufgestellt, mit welche Charaktere überleben und sterben. Das werden wir auch alles vergleichen und noch mal unser Fazit ziehen, was hoffentlich etwas besser ausfallen wird. Aber ich denke mal, in etwa so wie hier, da ich nicht mehr so viel von der achten Staffel erwarte. Aber wenigstens noch geile Bilder. Ja, das stimmt. Das auf jeden Fall. Ja. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für euch beide, dass ihr heute dabei wart. Ja, sehr gerne. Sehr schön. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Das war Quotenmeter FM. Für mehr Informationen, Fragen oder Themenvorschläge www.quotenmeter.fm.